die Frage drehen, wie denn Prüfungen im Fernunterricht mit digitalen Mitteln durchzuführen seien und möchte dazu ein kurzes Video machen, in dem ich verschiedene Wege vorstellen, wie Prüfungen stattfinden könnten. Und da geht's gleich los. Folge 40 schon von Digi-Fernunterricht. Das Axiom ist, führt grundsätzlich keine Prüfungen durch. Das ist meine ganz tiefe Überzeugung, dass es in pädagogischen Settings nicht sinnvoll ist, überhaupt jemals zu prüfen, dass man keine Noten geben sollte. Das ist in diesem Digi-Fernunterricht vielleicht noch etwas stärker der Fall. Ich erkläre kurz, weshalb keine Prüfungen stattfinden sollten. Es entsteht etwas, was als extrinsische Motivation wahrgenommen wird. Das ist aus meiner Sicht ein problematischer Begriff. Es gibt Motivation, und dann gibt es Druck oder Anreize. Und das als extrinsische Motivation zu verkaufen, ist ein Euphemismus. Und diese Art von Druck schadet dem Lernen, weil dadurch Angst und Stress erzeugt wird, weil mit dem Lernen negative Gefühle verbunden sind, weil ein Müssen entsteht, wo ein Wollen oder ein Können eigentlich im Vordergrund stehen sollten. Ich als Lehrer habe eine seltsame Doppelfunktion. Ich bin Begleiter von Lernprozessen, ich strukturiere die Lernprozesse, ich gebe Feedback und plötzlich muss ich aber auch noch bewerten. Ich bewerte immer ein bisschen mich selber, ich bewerte die Schülerinnen und Schüler. Das hat eine ganz komplizierte und destruktive Psychologie, die dahinter steckt, wenn ich bewerten muss, wie gut das ist, was Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihr Lernen machen. Sie lernen ja, warum muss ich das bewerten? Es stellt dann auch rechtliche Fragen in den Vordergrund. Also ich muss mich absichern, ist das jetzt wirklich rechtskonform, was ich da mache? Und ich bin sehr stark damit beschäftigt, Korrekturen durchzuführen, statt Feedback zu geben, was wirklich lernwirksam wäre. Korrekturen sind nicht lernwirksam, Bewertungen sind nicht lernwirksam, sondern schaden Lernprozessen. Das ist die Grundüberzeugung von mir. Deshalb bin ich jetzt auch nicht sehr schnell mit Lösungen und würde sagen, wer jetzt rechtlich in einer Situation ist, in der ihr nicht wisst, ob ihr prüfen dürft, ob ihr prüfen sollt, dann würde ich mal grundsätzlich sagen, super, wir müssen nicht prüfen, let's go. Das gibt ganz viel Freiraum, das gibt ganz viele Möglichkeiten. Wenn die rechtliche Sicherheit da ist, dann prüfen, aber zuerst fragen, wie sollen wir es machen, was dürfen wir machen? Und bevor ihr das nicht wisst, würde ich jetzt nicht große Aktivitäten entfalten und irgendwelche Formate erfinden, sondern einfach mal abwarten und sagen, ich konnte nicht prüfen, ich musste nicht prüfen, deshalb prüfe ich auch nicht. Erste Variante. Wenn also Noten gemacht werden sollten, dann die sinnvolle Variante. Ich habe schon oft über Projektlernen, auch mit digitalen Mitteln gesprochen. Sinnvolle Variante ist, Lernprodukte zu gestalten. Das heißt, im Lernen der Schülerinnen und Schüler entsteht etwas, entsteht ein Produkt, das man wahrnehmen, weitergeben, abspeichern, vorzeigen, präsentieren kann. Und das wird dann bewertet. Also das sind Lernprodukte. Das ist nicht ein Arbeitsblatt ausfüllen, ist kein Lernprodukt, sondern Text schreiben ist ein Lernprodukt, ein Poster gestalten, ein Podcast aufnehmen, Tagebuch führen. Das ist ein Lernprodukt, weil es komplex ist und weil es den Lernenden einen gewissen Freiraum einräumt, wie sie das Lernprodukt umsetzen wollen, wie das Lernprodukt auch mit ihrem Lernprozess verbunden ist. Und ihr könnt diese Lernprodukte natürlich benoten. Also wenn ihr ganz einfach an Texte denkt, dann ist es möglich, dafür eine Note zu geben, wenn da Kriterienraster vorhanden sind und vielleicht auch im Idealfall die Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden in den Prozess, sie mit aushandeln dürfen, wie diese Bewertung zustande kommt, welches die relevanten Kriterien sind. Variante 2. Total digital sind Quizzes. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das hier ist IST-Test 2. Das ist aus meiner Sicht im Moment das avancierteste Tool. Man hat die breiteste Möglichkeit von Fragetypen, von Formaten, die man in diese Quizzes integrieren kann. Ihr könnt Quizzes mit Moodle durchführen, mit Forms, mit Teams. Also Forms in Teams eingebettet. Also es gibt fast in jeder Lernumgebung gibt es Möglichkeiten. Es sind Mittel, die enorm wenig Korrekturaufwand sind. Die Korrekturen sind, wenn ihr das Quiz gut konstruiert habt, ist die Korrektur eigentlich ein Selbstläufer. Das können dann auch die Lernenden selber machen oder das machen Algorithmen für euch. Letztlich könnt ihr das formativ gut einsetzen. Das heißt,
Es gibt einen klar definierten Lernschritt. Die Schülerinnen und Schüler absolvieren den und sie können dann mit diesen Quizzes überprüfen, ob sie verstanden haben, was sie hätten verstehen sollen. Das kann dann vielleicht auch dazu führen, dass sie merken, okay, ich habe gedacht, es wäre so, es ist gar nicht so, ich muss das irgendwie nochmal anschauen, kann die Aufgaben gar nicht lösen. Also so wie ein bisschen theoretische Prüfung für den Führerschein. Wenn ich wirklich verstehe, wie die Verkehrsregeln funktionieren, dann kann ich diese Prüfung absolvieren und sonst muss ich halt noch ein bisschen lernen. Also das zu merken, ich muss vielleicht noch ein bisschen lernen, das wäre so das Ziel dieser formativ eingesetzten Tests. Um das dann wirklich als valide Leistungsmessung durchzuführen, braucht es totale Überwachung. Also man kann sich das vorstellen vielleicht als einen enormen Zeitdruck. Also ich kann Quizzes durchführen, wo ich sage, ihr habt für 50 Fragen 3 Minuten Zeit. Ich wollte mal Pilot werden, habe da eine Prüfung gemacht und wir hatten da, glaube ich, 200 Mathematikaufgaben, 10 Minuten Zeit. Und die Idee war nur herauszufinden, wie gehen wir mit der Überforderung um und wie viele können wir lösen, obwohl wir von Anfang an merken, irgendwie schaffen wir nicht alles. Und natürlich kann ich diesen Zeitdruck einsetzen, um eine Prüfungssituation herzustellen, sodass Schülerinnen und Schüler gar nicht erst sich absprechen können oder irgendwo Hilfe bekommen können, weil es einfach viel zu schnell geht. Und die totale Überwachung, das ist jetzt Jürg Wiedrich, der das so gemacht hat und auf LinkedIn geteilt hat. Ich poste das dann auch unten, dann könnt ihr bei ihm direkt nachsehen. Jürg Wiedrich ist einer der Erfinder von IS-Test und er benutzt IS-Test 2 mit in einem Prüfungssetting und mit einer zweiten Kamera auf Zoom überwacht er die Schülerinnen und schaut ihnen dabei zu, wie sie die Prüfung ausfüllen. Das heißt, es braucht ein doppeltes System, es braucht einen Rechner, an dem die Schülerinnen und Schüler im Prüfungsquiz drin sind und es braucht ein Handy oder ein Tablet, mit dem sie in Zoom drin sind und sich so selber abfilmen, damit Jürg Wiedrich, der jetzt hier auch ganz kritisch in die Kamera schaut, ihr seht ihn da oben links, zweiter von links, der schaut den Schülerinnen und Schülern zu, ob sie wirklich auch das tun, was sie tun sollten. Diese Art von Überwachung ist enorm aufwendig und letztlich kaum zu leisten in den meisten Klassen im deutschsprachigen Raum. Wir können nicht davon ausgehen, dass die einen Raum haben, in dem sie so eine Prüfung durchführen können. Wir können nicht davon ausgehen, dass sie zwei internetfähige Geräte haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass es datenschutzrechtlich in Ordnung ist, Zoom einzusetzen und so weiter und so fort. Also das ist wie, wenn wir sagen, wir wollen reguläre Prüfungen unter den üblichen Bedingungen im Klassenzimmer durchführen, dann ist das die einzige Möglichkeit. Und diese Möglichkeit kann man sagen, die gibt es an den meisten Orten im Moment nicht. Das heißt, bottom line ist, prüfen wie bis anhin, das geht im Digifernunterricht schlicht nicht. Also es ist nicht machbar, solche Prüfungen durchzuführen. Vierte Variante, bisschen Vertrauen, bisschen Kontrolle, analog und digital. Das ist Katharina Gromova. Sie ist auch eine Kollegin wie Jürg Wiedrich, die sehr stark mit Teams und OneNote arbeitet. Sie hat jetzt einer Klasse eine Prüfung über Teams zugestellt. Dann hat sie alle gebeten, ein Video einzustellen und hatten die Prüfung schriftlich auf dem Blatt Papier machen lassen. Und dieses Blatt Papier mussten dann die Schülerinnen und Schüler wieder fotografieren, ihr schicken. Sie hat es dann in OneNote korrigiert mit einem digitalen Stift. Also eine Mischung aus all diesen Formen. Und sie hat dann gesagt, wer zu gut ist in dieser Prüfung, die muss dann noch mündlich mal geprüft werden. Hat es aber gar nicht gegeben. Also man versucht so ein bisschen das, was die Schülerinnen und Schüler schon kennen, dann einfach halb digital, halb analog weiterzuführen. Man kann zumindest versuchen, diesen Prüfungsmodus zu übertragen. Ich würde da mit mal spielerisch umgehen, vielleicht zunächst einen Test machen, schauen, ob es funktioniert. Noch nicht zu viel Druck am Anfang für euch aufsetzen, auch nicht für die Schülerinnen und Schüler. Wenn ihr merkt, okay, so wird es gehen, dann vielleicht ist das ein Weg, der sich so machen lässt. Also Aufgaben digital ausspielen, analog lösen lassen, dann wieder zurückschicken. Die letzte Variante sind so reformpädagogische Bewertungsmethoden. Es sind Portfolios, Kompetenzraster, Selbsteinschätzungen. Das sind die Formen, die ich selber auch sehr mag in meinem Unterricht, weil ich bewerten muss und auf diese Art und Weise finde, das sind wirklich sinnvolle
Arten, wenn Schülerinnen und Schüler längerfristig Portfolios anlegen, selber auswählen, welche Portfoliobeiträge bewertet werden, mit Kompetenzraster auch selber nachweisen können, dass sie Kompetenzen erworben haben. Das würde so gehen, aber es basiert auf einer Unterrichtskultur, die ich jetzt digital nicht einführen kann. Also wenn ich den Schülerinnen und Schülern sage, bewerten Sie sich selber, machen Sie eine Selbsteinschätzung, das führt dann zu einer Note. Dann müssen Sie Vertrauen haben und nicht beginnen, Spiele zu spielen, sondern Sie müssen merken, was bedeutet das, wenn ich mich selber korrekt einschätze, was macht dann der Lehrer mit dieser Note, was passiert am Schluss. Wenn ich jetzt kurzfristig in einem Notfall-Krisenszenario sage, das sind jetzt meine Bugfixes, also ich löse jetzt eigentlich dieses Problem der digitalen Bewertung, indem ich eine ganz andere Unterrichtskultur aufziehe, dann muss ich sagen, das wird scheitern, weil sich die Schülerinnen und Schüler dann sehr defensiv, sehr auf der sicheren Seite verhalten und ihr das wahrscheinlich auch machen würdet als Lehrerin oder Lehrer. Also wenn ihr so bewerten wollt, dann oder bewerten, ja, wenn ihr wirklich so bewerten wollt, dann hättet ihr das schon längst eingeführt und dann könnt ihr es natürlich weiterführen. Wenn ihr es noch nicht eingeführt habt, heißt es, das ist nicht eure Art, das entspricht euch im Moment noch nicht oder es entspricht euch nicht und dann würde ich es jetzt auch nicht versuchen. Das Fazit ist ein Schaubild, das ich gemacht habe, und zwar sind es die Prüfungsmodalitäten im Fernunterricht. Ich mache das noch ein bisschen schöner. Jetzt bin ich hier im Bild drin. Ich verlinke die Grafik dann auch noch, dann kann man sie so runterladen. Also ich würde sagen, von ganz toll bis nicht so toll. Keine Prüfungen ist so das Beste. Dann Lernprodukte erstellen und die Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen. Vielleicht sind diese Lernprodukte auch Portfolios, vielleicht geht es ganz nur mit Selbsteinschätzung. Dann könnt ihr natürlich die Lernprodukte einfach bewerten. Ich führe auch Aufsätze durch, gebe ihnen Zeit, einen Text zu schreiben. Dann be bewerte ich diesen Aufsatz, den sie zu Hause geschrieben haben und sage dann, wenn ich eine Note machen muss, dann würde ich jetzt die nehmen. Gute Quizzes, das geht noch so, ist so im Bereich Orange, analoge Prüfungen simulieren. Da würde ich sagen, wenn es rechtlich wirklich das ist, was ihr tun müsst, dann okay, dann müsst ihr es halt tun. Und diese Totalüberwachung, da würde ich einfach klar sagen, das ist aus meiner Sicht pädagogisch nicht sinnvoll, ist es auch im Schulzimmer nicht. Und es ist einfach technisch nicht machbar, es ist sozial nicht machbar. Ich würde da sehr, sehr vorsichtig agieren und erst wenn ihr wirklich wisst, ich muss es so machen, ich kann es so machen, dann ist das vielleicht so die Ultima Ratio. Wie immer danke ich sehr fürs Zuschauen, auch fürs Empfehlen, fürs kritische Feedback und wir sehen uns. Bis bald.